Meine Damen und Herren, der Herr Landeshauptmann hat treffend auf die Situation verwiesen, dass Schritt um Schritt alles erneuert werden muss, immer wieder. Begonnen hat es, dass wir eine RFL haben, die alle Stücke spielt und die alles kann, was man sich aus der heutigen technischen Warte nur wünscht. Und wir sind heute in einer Situation, dass durch diese hohe Investition von über 550.000 Euro wir in der Lage sind, eine zukunftsweisende Technologie zu nutzen. Sie wissen, jeder von Ihnen, der ein Kraftfahrzeug fährt und weite Strecken zurücklegt, ist dankbar über ein GPS-System. Es ist aber auch bei uns so, dass unsere Fahrer natürlich sehr viele andere Gedanken im Kopf haben, wenn ein Einsatzfall ist, als dass sie dauernd nur sich um das Kartenmaterial und so weiter bemühen müssten. Dies alles wird heute automatisiert, Ihnen angeboten, und der GPS-Einsatz gehört zu den Selbstverständlichkeiten, sodass das aufwendige Navigieren wegfällt. Die Fahrzeugbesatzungen werden durch einfache und ganz klare Bedienvorgänge von der Komplexität der vielfältigen Kommunikationsvorgänge vollständig entlastet. Sie sind frei, sie können ihre Gedanken voll auf den Einsatz konzentrieren, können auch die letzten Anweisungen treffen, können selber Informationen entgegennehmen. Das ist natürlich eine wirklich gute Situation. Denn dieses neue System bringt Vorteile für die Teams in den Fahrzeugen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Leitstelle und selbstverständlich für die Patientinnen und Patienten, die von den Verbesserungen im Fahrdienstbereich sehr profitieren. In der Hinsicht ist es wohltuend festzustellen, mit welcher Freude, mit welchem Einsatz das Personal, Freiwillige wie Hauptamtliche, das angenommen haben und mit Bravour und wirklichem Können diese Möglichkeiten ausschöpfen. In dem Sinne sind wir glücklich, sagen zu können, dass dieses Kommunikationssystem ein Meilenstein in der Bewältigung der neuen Technologien ist und damit an und für sich eine größere Sicherheit im Hilfs- und Rettungswesen gegeben ist.